Irgendwas Schönes. Warte, was der? Ja, perfekt. Toter Kohl. Toter Kohl. Oh nein, Schande über mein Haupt. Natürlich, eure Obrigkeit. Ich liege euch zu Pfoten. Was denn? Was habt ihr denn? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Was ist das denn? Ein Kohl! Schatz, ein Kohl! Das ist ein Kohl! Ich bin verstört. Wieso denn? Verstehe ich gar nicht. Was ist denn Kohl, Schatz? Salat! Das ist jetzt Veganer, oder? Guck dir deine Käme an, das ist der Verstörer. Ihr wolltet! Alle wollten was haben! Ihr habt mich jetzt 10 Minuten so? 10 Minuten! Der Witzige ist, Hybrid kennt noch viel, viel mehr. Hybrid habe ich noch viel, viel mehr gezeigt, als was ich da jetzt gerade noch alles in der Auswahl habe. Hybrid weiß, was euch noch alles blüht. Ich gehe 10 Minuten AFK. Nix da hier geblieben. Der arme Wolf. Oh ja, die sind weg. Ja. Geil sind sie wirklich. Nee, das ist nichts, okay. Turm des Tals. Jetzt zeige ich dir sowas. Es hat sich nie ergeben. Außerdem stimmt es nicht. Ich zeig's dir jetzt. Geht weg. Es gehört alles mir. Deine Salmo hat das gesagt. Benutzt ihr diese Waffe? Ich kann doch keinen gerechten Preis dafür bieten. Ja. Er hat Augen und Mund. Orion! Tut mir leid, sie ist nicht zu verkaufen. Wer ist seine Selmo? Selmo, wie auch immer. Ein Magier. Er hat uns alle hierher teleportiert. Danach fing er an, irgendwelche Zauber zu wirken und dann. Oh, das ist aber wirklich hübsches Oh! Schwert, das ihr da tragt. Ja, Dann dürfte ne? ich mir mal Geil! ansehen, wie. Konzentriert euch! Wo ist der Magier hin? Wo ist das restliche Gefolge der Königin? Oh, sie sind irgendwo da hinten. Ich konnte weder Minantille noch Merion dazu bringen, sich von ihren Hemden zu trennen. Und Nuletils Hosen hätte ich wirklich gern gehabt. Aber er hat alle Angebote abgelehnt. Geizhälse allesamt. Und ihr seid euch ganz sicher, dass ihr nichts für einen kleinen Tauschhandel habt? Fertig ist das Kohlgericht. Toter Kohl. Toter Kohl. Toter, 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 toter Kohl. Toter Kohl. Toter Kohl. Ich besitze da diese ungemein wertvolle Schriftrolle, wisst ihr? Warum überfliegt ihr sie nicht einmal? Oh, wunderbar. Schaut euch diese Schrift Toter an. Kohl. Toter Kohl. Toter, 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 toter Kohl. Toter Kohl. Ich Toter glaube, ich Kohl. habe eine Ich seltene Gene bereue eines es wirklich Toter da. Kohl. Toter Toter Kohl. Kohl. Toter, 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 toter Kohl. Toter Kohl. Kohl. Toter Kohl. Toter, 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 toter Kohl. Kohl. Kohl! Geil! Schlau. Sehr schlau. Arme Frau. Selbst hinter diesen Apropos, Mauern ich bringe mal den Kohl von gestern frei fest. von seiner Gier. Ich bin Sanissamo. Gönn dir. Willkommen in meinem Labor. Wo ist das restliche Gefolge der Königin? Oh, ich führe Tests mit ihnen durch. So Kohl in ähnlich, deinem wie ich Gesicht es mit nicht Lamitale gemacht habe. Verstehe ich Jeder gar von ihnen nicht. haust nun in einer eigenen Oh, kleinen Welt, meine Hand die er sich verschwindet. selbst erschaffen hat. Hand, Kohl Ich frisst bin von Hand. Emotionen Kohl fasziniert frisst Hand. und der Macht, die ihnen innewohnt. Ich sage es ungern, aber es geht ihnen nicht sehr gut. Hilfe. Wo ist mein Essen? Da ist mein Essen.
Lasst mich sie befreien. Lasst mich an eurem Test teilnehmen. Oh, was für eine hervorragende Idee. Die Tante da sitzt. Hier, ich öffne Portale in ihre kleinen Welten. Ob es nun ein Erfolg oder bin doch nicht seltsam. Wird, faszinierend dürfte es auf jeden Fall. Wundersam, aber nicht seltsam. Ein Buch, eure Hoheit. Hier ist auch die Schiffbankstimmung, die bin im Arsch. Ah, schön. Das Experiment. Ah, schön. Meine alten Landsleute vom Hof der Königin sind mir in die offene Hand gefallen. Mein Experiment hat eine ganz neue Qualität erreicht. Vielleicht sind meine Handlungen auch ein wenig von Rache gefärbt. Schließlich handelt es sich hierbei um die Architekten meines Untergangs. So sei es. Lanitale, die Schatzmeisterin der Königin, fühlt sich zu Münzen hingezogen, weil sie sich so sehr nach Ansehen sehnt. Vielleicht ist dies auch darin begründet, dass sie aus einfachen Verhältnissen stammt. Ich musste sie nur auf einen Haufen seltenen, nutzlosen Flitterkram loslassen und schon konnte ich ihre Gedankengänge beobachten. Frage, wenn Festchen ins Bild kommt, bekommt der dann auch einen Kohlkopf? Wahrscheinlich nur, wenn ich Platz mache, glaube ich. Frisches, geh runter. Ich weiß es nicht. Also bei manchen Filtern geht es. Ich weiß aber nicht, was bei diesem Filter passiert. Ich glaube, es passiert nur, wenn er meinen Platz einnimmt. Aber lustig wär's. Der Hero der Königin, Nulethil, ein Mann, der nicht dazu imstande ist, sich auf persönlicher Ebene mit Leuten zu unterhalten. Er hat mir oft erzählt, dass er in den Nächten vor und nach großen öffentlichen Verlautbarungen nicht schlafen könne. In einer Schneehülle weit weg vom heimischen Komfort werden seine tiefsten Unsicherheiten isoliert und kristallisiert. Sollte ein interessantes Experiment werden. Ich glaube, ich würde ihn studieren. Ich habe oft über den Absturz nachgedacht, den Miniantele erlitten hat. Ihre Heldentaten zu Kriegszeiten sind deutlich besser dokumentiert als die Niederlage, die ihre Laufbahn beendet hat. Höchste Zeit, dass ich die Einzelheiten herausfinde. Es sollte erstaunliche Ergebnisse zutage fördern, wenn ich ihre Wut in einer vulkanischen Umgebung kanalisiere. Merion, mein alter Freund, die Leidenschaft ist seine Schwäche. Oft hat er von Eroberungen im Schlafgemach gesprochen. Wie weit würde er im Angesicht wahren Verlangens gehen? Bis zu seinem Tod? Ich werde die perfekte Verkörperung seiner Begierde erschaffen und beobachten, wie tief er fällt. Okay. Nett. Dann hinein mit uns. Minantilles Männer haben im Tod gelitten. Sie leidet im Leben. Heurig. Wie viel Fleisch verträgt eine Frau? Viel. Gut, kommt auf die Frau drauf an. Träumen alle Soldaten vom Tod? Hey, ihr habt nur noch eine Minute lang den Kohl. Genießt den Kohl so lange, wie er noch da ist. Wie viel Flasche tritt. Aber nein. Was weg, bitte. Nein. Ich könnte mir auch einen Spaß drauf machen und die ganze Zeit einen Kohl-Stream machen. Oh ja, wie wäre das, ein Kohl-Stream? Was ist ein General? 17 Minuten sind doch. Danach fügt sie. Ach, Iron. So, okay, ich stelle mich einmal hier hin. Da.
Danke schön. Ich hab's jetzt erst gesehen. Ich hab das vorhin mit der Post gar nicht gereiht. Ich hab's jetzt erst gesehen. Danke, Darky. Und wie es gerade einlesen wollte und da einfach ein Cooldown drauf ist. Ja, da ist ein Cooldown drauf. Danke schön. Sieht aber cool aus, die Waffe. Na gut. So ungewohnt, dass es hier keine Leuchtwaffe gibt. Hi. Ja, gut. Super Maorma Schlangen. Und schreien. Ach du grüne Nonne. Ich freue mich von Zink. Diese Fifi und schenkt sie demjenigen, der es gerade liest. Danke. Na super. Toll. Siehst du, so kriege ich meine Funde. War noch eben eine Verzauberung fertig. Okay. Hab Dank. Vielen Dank. Ich kann wieder denken. Was war das für ein Ding? Ich habe sein Gesicht nicht erkannt, aber dafür seine Rüstung. Es war meine alte Rüstung aus meiner Zeit im Dienst. Ich hatte ja keine Ahnung. All diese Wut, all dieser Hass. Sie müssen sich über Jahre hinweg in mir aufgestaut haben. Wir müssen euch hier herausschaffen. Nehmt diese Schriftrolle der Teleportation. Je schneller ich von hier wegkomme, desto wohler werde ich mich fühlen. Wir sprechen uns bald wieder, Soldatin. Ein in Ungnade gefallener General überwindet ihren Zorn. Wie überaus erbaulich. Riesenpilze. Ah, okay. Der Inbegriff wahrer Liebe, diese beiden. Nein! Ist sie nicht schön? Wo war sie mein ganzes Leben? Wir werden sie zusammen ist schön, sein für aber immer. Dafür kann sie nichts. Ihr werdet manipuliert, Mirion. Es ist so eine Art Geist. Nein, sie ist die Liebe meines Lebens. Nichts, was ihr sagt, wird daran etwas ändern können. Mhm. Ich wünschte nur, diese Höhle wäre nicht so gefährlich. Das arme Ding ängstigt sich so leicht vor diesen seltsamen Pilzen. Was gesagt wird, das liest, sei doof. Ich will aber nicht doof sein. Seltsame Pilze? Ja, ich bin Alchemist. Bevor ich diese hübsche Frau traf, machte ich mir um nichts anderes Sorgen als um magische Manipulationen. Aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall wollte ich ein paar Sporen sammeln und einen Trank zum Schutz vor... Ja, du magst mich auch nur. Nur mögen. Ich muss die Dinge einfach mal so ignorieren, wie sie sind. Konzentriert euch, Mirion. Wie wollt ihr den Trank herstellen? Oh, das Rezept ist in meiner Tasche, ganz sicher. Ich weiß nur nicht, wo meine Tasche abgeblieben ist. Ryan. Warum würdet ihr... Ja, mein Schatz. Was habt ihr da gerade gesagt? Nichts, gar nichts. Wenn Mirion hier stirbt, dann stirbt er glücklich. Mhm. Das würdet ihr ihm verwehren? Ja.
Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Hier muss ich hin. Ihr könnt mich nicht aus seinem Kopf vertreiben, Dummkopf. Meint ihr, was ich alles kann? Jetzt darf ich aber los. Nein! Wieso? Du willst doch nicht schon schlafen gehen, oder? Es ist so einfach, Merion glücklich zu machen. Für gewisse Zeit. Nein, willst du nicht. Das willst du nicht. Ja, trotzdem, nein, das willst du nicht. Merions Leidenschaften kontrollieren ihn. Okay. Ja, nee. Nein, ich brauche ihn noch. Kannst du noch nicht schlafen gehen? Er liebt die Alchemie. Jeder versteht sich gut mit ihm. Nein. Endlich findet Merion die Liebe. Als Sklave. Er wird sich nicht niemals von mir abwenden, wisst ihr? Du bist doch viel zu jung zum Schlafen gehen. Merions Seele gehört mir. Gibt keinen Sinn, aber egal. Hier sind wir erstmal 3 Kilometer, dass ich zurückrennen muss. Ach du, lebst ja immer noch. Ja, perfekt. Zerstört eine solch unschuldige Liebe nicht. Doch. Stört uns bitte nicht. Nee, dich wollte ich auch gar nicht ansprechen. Was? Nein. Was geht hier vor sich? Jetzt. Merion gehört mir. Nein! Was ist mit mir geschehen? Was war das? Ich denke, ihr seid jetzt in Sicherheit. Wollt ihr immer noch dieses Ding heiraten? Es heiraten? Das ist doch lächerlich. Ich bin schon verheiratet. Und ich bin immer vorsichtig. Ich spreche mit keiner anderen Frau übers Heiraten. Das bringt nur Schere rein. Genau, wir müssen euch herausschaffen. Nehmt diese Schriftrolle der Teleportation. Ah, sehr schön. Von Emine Lyja, richtig? Ein recht bezauberndes Geschöpf, obwohl sie immer so angespannt ist. Vielen Dank, meine neue Freundin. Ja, sehr gerne. Wahre Liebe, die nicht sein darf? Wie interessant. Wie grausam.
Und ins nächste hinein. Man hat ja auch nichts Besseres zu tun, ne? Minderwertige Glyphe der Ausdauerabsorption. Na, okay. War das jetzt für die Waffe? Ja. Okay, war für die Waffe. Und Zauber. Passt. Passt. Ich habe eine verzauberte Waffe. Danke schön. Es ist zu kalt. Kann mich kaum bewegen. Werde hier nie herauskommen. Nicht sicher, ob ich will. Warum wollt ihr nicht von hier fort? Da draußen muss es noch kälter sein. Das mache ich. Danke schön. Bitte macht ein Feuer für uns. Wärmt uns auf. Dann können wir gehen. Womit soll ich das Feuer denn machen? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Öl, etwas Feuerstein und Zunder. Und ich glaube, ich habe beim Herumwandern hier irgendwo einen Haufen Stroh gesehen. Aber bitte beeilt euch. Ja, ja. Ich muss heute aber verdammt viele Wölfe töten, Monatin, kann das sein? Der Königin Herold. Der klügste Mann des Altmeri-Hofes. Oh. Erstaunlich, nicht wahr? Die Königin hat einen Herold gewählt, der es kaum ertragen kann, mit anderen zu leiden. Sein Verstand befindet sich auf Messers Schneide. Also, Meister Petz ist mir gefolgt. Auch in Ordnung. Nein! Geheimnisse zu kennen, ist wie langsam zu erfrieren. Schmerzhaft, betäubend. Wie lange wollen Sie Ihre Quests machen? Ja. Ich bin Var Zanaselmos. Adjutant, möge meine Loyalität in einem anderen Leben belohnt werden. Ich habe jahrzehntelang mit meinem Herrn gearbeitet. Als er, wie ich dachte, zu Unrecht vom Hof der Königin verbannt wurde, blieb ich bei ihm. Man konnte ihn doch nicht dafür verurteilen, was mit seiner Frau passiert ist, dachte ich. Die öffentliche Meinung kann grausam sein. Aber der Mann, für den ich jetzt arbeite, ist dieser Mann kaum mehr ähnlich. Er ist abgebrochen. Ich habe ihn in diesen seltsamen Landschaften des Geistes Dinge getan, die die meisten moralischen Leute erschaudern lassen würden. Ich habe Rituale durchgeführt, die so abscheulich sind, dass die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmt. Ich vermisse den Zanaselmo, den ich kannte, den gewitzten Gesprächspartner, den treuen Arbeitgeber, den liebenden Ehemann. Dieses Monster, das er geworden ist, nicht wiederzuerkennen. Ich schreibe diese Worte nieder, während ich auf eine Wand aus Eis blicke, die ganz gewiss das Letzte ist, was ich in meinem Leben sehen werde. Sollte jemand diesen Brief finden, hoffe ich, dass er Zanaselmo mehr helfen kann, als ich das konnte. Okay. Ja, super. Hi. Hi. Aua. No. Elferboden. Elferboden, Elferboden. So warm. Ich dachte schon, mir würde nie wieder warm sein. Ihr hattet recht.
Es ist so viel wärmer hier draußen. Die Kälte dort drinnen. Schrecklich. Geht es euch besser? Ja. Ja, das tut es. Vielen Dank. Ich konnte nur diesen ersten Schritt nicht machen. Mir erschien es sicherer, zu erfrieren, als zu versuchen, die Höhle zu verlassen. Verdammt. Der eigene Verstand kann einen schon schlimm trügen. Ich habe hier eine Schriftrolle der Teleportation. Nehmt sie und wärmt euch auf. Ich werde eure Güte nicht vergessen. Bis zu unserer nächsten Unterredung. Hoch. Er fürchtet andere. Und doch zwingt ihr ihn aus seiner Abgeschiedenheit. Jo. Danke für eure Hilfe, aber leider seid ihr mir nicht mehr von Nutzen. Nicht? Sprecht euer letztes Gebet. Das tut mir jetzt aber leid. Okay. Hi. Ihr habt es geschafft. Das restliche Gefolge der Herren ist vorangegangen. Habt ihr euch um den Verrückten gekümmert? Ja, ich habe mich um ihn gekümmert. Er war ein Magier namens Sanesalmo. Sanesalmo? Hm? An den Namen erinnere ich mich. Er gehörte früher zum engsten Kreis der Königin. Ihr habt meinen tiefst empfundenen Dank für eure heute geleisteten Dienste. Ich werde sicherstellen, dass die Königin von eurer Tapferkeit erfährt. Okay. Iren würde euch sicherlich selbst danken, wenn sie hier wäre. Ihr kennt seinen Namen. Wer war er? Wie ich schon sagte, er gehörte früher zum engsten Kreis der Königin. Er kannte Merion, Minantille und den Rest sehr gut, bis er zum Ausgestoßenen wurde. Warum hat man ihn hinausgeworfen? Ich versuche mich zu erinnern. Das war schon vor einer Weile, während der Unterzeichnung der Charta des Altmeri-Dominions. Wenn ich mich nicht irre, hat ihn seine Frau verlassen. Es gab eine Untersuchung. Irgendwas wegen der Experimente, die er durchgeführt hat. Experimente? So etwas wie Gefühlsmanipulation? Ja, ihr habt es. Das war es. Er hat Zauber gewirkt, die die Gefühle anderer beeinflussen. Die Sorte, mit der man den Geist anderer Personen lenken kann. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben, glaube ich. Igitt! Ich bin froh, dass ihr euch um den gekümmert habt. Ja, ne? So. Dann, wie spät haben wir? 20:08 Uhr. Okay, dann reise ich jetzt nochmal kurz zu der einen Stadt. Treffen uns einmal kurz mit Rats und da. Und dann werde ich wohl auf Feierabend für heute machen mit ESO. Dann wechseln wir zu FF14. Weil ich glaube, dann sollte auch das Luftschiff wieder da sein. Ungefähr. Sonst brauchen wir dann nicht mehr so lange drauf warten. Und dann muss ich ja eh einmal die neuen Stämme da machen. Danach geht's mit Schloberto weiter. Damit ich wenigstens ein bisschen Little Story kriege. So, da ist Rasen da. Gibt es hier eigentlich einen Teleport oder? Nee. Ich wette, die Toten von Tanzelwill hatten eine Menge. Okay, gibt ja keinen Teleport. Auch okay. Dann nicht.
Dann, da wir jetzt eh schneller hier sind als gedacht, ich kurz mal mit ihm da hinten zum Teleport. Hallo. Ah, meine Freundin. Dieser dachte gerade an euch. Selbstverständlich nichts Persönliches. Wollte ich gerade sagen, aha. Er bewertet all seine Anlagen nach dem Risiko. Der Schlachtenvogt meinte, ihr würdet hier eine Verbindung zum Schleiererbe untersuchen. Ja, ja. Wir sind hier, um Informationen zu sammeln und das eine oder andere Unrecht wieder gut zu machen. Und vielleicht auch, um ein paar Kehlen durchzuschneiden. Wir werden sehen, was der Tag so bringt. Ihr werdet perfekt dafür sein. Ihr werdet sehen, Ra's hat ein Auge für solche Sachen. Was schwebt euch vor? Ihre Majestät hat diesem eine Aufgabe übertragen. Spürt den Anführern des Schleiererbes nach. Die Spur des Schleiers führt hierher, nach Matisen. Weithin bekannt für seine stählernen Klingen, ja? Aber anscheinend werden hier auch Waffen für Anarchisten geschmiedet. Was ist meine Rolle dabei? Ihr kontaktiert Agentin Fistale auf der Ostseite der Stadt. Dieser schleicht um ihr Haus herum. Dann treffen wir uns, um ihren Bericht zu besprechen. Zu schade, dass Ra's so schön ist, ja? Er würde auffallen. Wenn ihr das sagt, Rasumdar? Das Erbe besteht aus Rassisten, nicht wahr? Schwachköpfe, aber gefährliche, destabilisierende, rassistische Schwachköpfe. Ja. Wir müssen handeln. Mhm. Okay. Dann wechseln wir mal das Spiel. Ja, aber jetzt beenden. Hybrid, wenn du magst, kannst du einmal Kategorie und Titel ändern. Wie gesagt, wir machen erstmal ganz kurz Sachen mit dem Main, die wichtigsten, und danach geht's mit Norberto weiter. Kannst dir ja was Feines für ausdenken. So, ich sag jetzt frisches einmal schnell Gute Nacht. Denk mal, dass er bald ins Bettchen geht. Hol mir noch was zu trinken.